Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Pumping Simulator. Na Baby, hier hast du ein Geschenk von mir. Sehr schön. Udi, deine Pillen. Okay. Damit haben wir unsere häuslichen Pflichten für heute getan. Alle sind happy, alle sind glücklich und wir gehen wieder an die Arbeit. Arbeit, Arbeit. Immer nur Arbeit. Na, wer kennt das? Woher kommt das? So. Ist übrigens wieder am Schneien. Wieder 3 Tage Kältewelle. So manchmal das Gefühl, dass das einfach so random kommt, wenn man reinlädt. Hab ich inzwischen eigentlich schon den Typen eingestellt, der hier tanken soll? Scheinbar nicht, ne? So wie das hier aussieht. Wir machen das schnell mal, oder das kocht selber. Und dann stellen wir den Tankwart ein. Ja, weg da. So, hier hinten auch noch schnell. Und let's go. Alles klar. Gut, wir gehen hin und auf die Tankstelle. Mitarbeiter, wir können noch 2 einstellen sogar. Mechaniker, Waschanlage, Reiniger, Kassierer haben wir alles. Dann würde ich jetzt tatsächlich den Tankwart einstellen. Achso, der wird noch gar nicht angezeigt. Da jetzt. Oder da. Der hat 2 Sterne, ne? 2 Sterne. Da ist jetzt natürlich die Überlegung naheliegend, alle zu entlassen, weil alle haben jetzt gerade 2 Sterne, dass das ein bisschen verbessert wird. Auf der anderen Seite komme ich mit denen aber noch gut aus und die 2 Sterne, die kosten bestimmt nochmal ein bisschen extra. Extra was? Schon wieder kleiner Hunger, ey. Diese verfressenen Tiere. Kostet bestimmt extra auch Lohn, natürlich. Selbstverständlich. Ja, einmal die Milch. Katze. Da. Tiki, 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 tiki. Eat the cat 10 times. Habe ich gerade als Errungenschaft bekommen. Hundefutter. Good morning. Sollte jetzt beim Hund auch passieren, gehe ich mal von aus. Jo, feed dog. 10 times. Ja, ja, ich steck die mal schon mal ab. Bis der hier ist, dauert das scheinbar. Perfekt. Dann kann der die nächsten Autos übernehmen, wenn er gleich kommt. Ist er doch schon, oder? Du bist halt doch. Ja, schön, super. Schon 12% Energie verloren, bevor er überhaupt hier angekommen ist. Wahnsinn. So, wir haben auf jeden Fall ganz nett Geld. Ich würde mir jetzt bei Zonoma ein bisschen was bestellen. Hühnerbrühe immer gut. Auch gut. So. Das hat uns jetzt ordentlich gekostet. Das sollte aber schon fast mehr als diese beiden Regale sein. Wenn das hier ankommt. Hammer. Genau, den Hammer wollte ich. Was kostet uns hier die zu upgraden? 1200. Könnten die Toiletten als nächstes mal angehen, dass wir nicht nur eine haben, weil wir haben ja inzwischen schon ganz guten Kundenverkehr. Das ist das Lager, das kostet 600. Da bin ich jetzt am überlegen, das Lager holen und hier den Stocker.
Dann kann ich mir das ganze Zeug hier zum Lager liefern lassen. Und der gute Kerl, der Stocker, der füllt dann alles da auf. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, was wir auf jeden Fall machen können. Jetzt machen, was ist denn hier los? Ja. Oh, jetzt schon fast alles leer, ne? Da ist auch schon wieder dick Cash dran. Aber haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Der kümmert sich da jetzt um alle, die hier ankommen. Hat er den da abgestöpselt? Ne, dran gestöpselt. Ist auch noch Dreck. Auch nochmal. Huch, da habe ich mich gerade ein bisschen sehr viel gedreht mit der Maus. Der fährt dahin, geht er hier hin, der ist vollgetankt, den steckt er ab, steckt er den ab, steckt den dran. Sehr schön. Der ist also ganz gut ausgelastet da mit allem, was er macht. Er muss den nehmen, hier hingehen und dran stecken. Okay, der hat also einen extra weiten Weg. Ne? Der nimmt den, muss hier rumgehen und steckt den dran. Okay. Der braucht also schon ein gutes bisschen extra, um alles zu machen. Aber zum Glück kommen die alle so langsam, dass er das... Ah, da hinten. Der steckt den jetzt erstmal ab. Voll der Ninja. Weg war er. Sagt er. Habe ich mich verguckt. Aber hier den Müll kann ich mal rausnehmen. Yep. Jo, dankeschön. Oh, noch mehr. Also ich würde sagen, das Business hier läuft alles. Also sehr gut sogar, würde ich sagen. Was kostet eigentlich unser Büro? Weil das auch. Auch 600. Also wir können jetzt ziemlich viel einfach so aufbauen. Das wäre jetzt gar kein Thema. Lass mal hier das weg. Ich räume erstmal kurz hier ein bisschen auf mit. Weil mit der Reinigung, das ist das, was noch am miserabelsten funktioniert. Und hier auffüllen muss ich auch mit. Ja, drei Reifen. Sehr schön. 150. Mit dem Auftrag macht er sich schon verdient heute. Was kostet uns das Ding hier, wenn wir das größer machen? Hm, schon ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, die kaufen fast schneller, als ich das Ding voll kriege. So. Als nächstes, wir gucken nochmal ganz kurz hier drauf. Der Boden ist ziemlich schmutzig. Schmutziger Ort. Alles schmutzig. Deko fehlt. Sehr schön. Motoröl. So, ich hätte gerne. Lass mal kurz den Kraftstoff geguckt. Gut, dass ich das gesehen habe. Tanklaster, bitte ganz schnell. Uiuiui. Okay. Was ich gucken könnte, wäre jetzt den Kühler mal holen.
Zwei Stück könnte ich von denen haben. Die hole ich auch beide. Ja, komm, mach. Wir haben genug Geld dafür. Wir machen das. Wo ist er? Ah, da. Gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, hier ist... Das noch mit. Sehr schön. Boah, da muss da ein bisschen mehr drauf achten. Jetzt auf jeden Fall das auch bestellt, dann würde ich direkt weiter bestellen. Und zwar Getränke, die möglichst gekühlt werden sollten. Das war's, ne? Was vielleicht noch? Das noch? Und das noch? Und das noch? Ah, das ist schon einer. Oh, das ging aber schnell. Das sind schon beide sogar. Und hier Senf. Sehr schön, haben wir die schon hier. Kostet noch gar nicht so viel zum Upgraden. Good morning. Hier, Kaffee. Wir kommen rein. Oh, wie viel hier verkauft wurde. Ich habe den gerade noch voll gemacht. Die sind echt am Kaufen wie Berserker. Minimal gruselig. Ah, oh, die sind so langsam, Mensch. Kann ich eigentlich hier noch was Geld rausziehen? Oh ja. Fast 600. Guck mal, da kommen sie gleichzeitig hier. Einmal Soda. Soda wird hier draußen reingepackt. Dann haben wir einmal Dosenbohnen. Die werden hier drinnen reingepackt. Das war's schon wieder. Aber jetzt haben wir wenigstens gekühlte Getränke. Können sich darüber schon mal nicht mehr beschweren. Die zum Reinigen, die kommt gar nicht mehr hinterher, habe ich das Gefühl, ne? Oder liegt die schon wieder irgendwo und schnell da hinten läuft sie? Okay. Feuerzeug, Benzin. Und hier rein. Und Cola. Cola packen wir hier rein. So. Ach, deswegen kommen die jetzt auch teilweise zweimal. Ja gut, stimmt. Ich habe ja auch extra Versandkosten dafür bezahlt, ne? Klar, dass die dann auch zweimal kommen. Ja, unfair wenn nicht, ne? Wenn ich da extra Versandkosten bezahle, dass ich dann darauf noch länger warten muss, dass quasi am Ende der Kette erst geliefert wird. Dann wäre das mit den Versandkosten ja Arscherei. So. Milk. Gut. So, ihr seht, boah, wie leer das schon geworden ist, ne?
bin ich fast schon überlegen, hier das nochmal abzugraden. Candies. Und noch was zum Trinken. Okay. Was stimmt mit diesem Markt nicht? Buchstäblich zerstört. Getränke sind nicht gekühlt. Ach, natürlich sind die gekühlt. Jede Menge gekühlt jetzt inzwischen. Ein paar Hühnerbrühe. So, dann haben wir noch hier dieses, diesen Eiskaffee oder sowas. Alter Kaffee. Merry Christmas. Okay. Komm echt nicht nach. So, dann haben wir einmal Müsli-Riegel. Die kommen hier mit rein. Und Wasser. Voll. Oder fast voll. Und nochmal 500. Hier, super. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Dann würde ich sagen, mache ich wirklich diesen Upgrade. Sehr schön. Wie viel da reinpasst, der ist ja riesig. Dunkle Schokolade. Schokoladenmilch. Und hier haben wir Haselnussschokolade. Oh, herrlich. Was das für Lieferungen hier sind. Ich bin hier alles am Vollmachen. Es gibt ordentlich Cash, wenn das hier fertig ist. Und Proteinmehl. Da rein, den Rest hier. Und Honigbar. Na, kommen schon wieder zwei. Also haben nachher auf jeden Fall alles schön randvoll erstmal. Können wir ordentlich mit verdienen. Erdbeermilch. Kommt hier rein. Die Schrimpsuppe. So, da kommen schon wieder zwei an. So langsam muss das doch mal aufhören. Ich weiß nicht, ob der Wein gekühlt sein muss. Das sieht so nach Rotwein aus. Da würde ich eigentlich sagen, nein. Aber ich mache das jetzt mal da rein. Und dann haben wir noch ein bisschen Mineralwasser. Gut. Ach komm. Hallo. Dann kommt der Rest des Mineralwassers halt da rein. Jetzt kommt scheinbar keiner mehr. Sehr gut. Und wir sind auch rappelvoll. Also mehr geht gerade nicht. Außer hier in diesem Regal vielleicht. Dann würde ich sagen, wie sieht es hier mit dem aus? Der ist jetzt den ganzen Tag dran. Der ist, so wie es aussieht, noch nicht ausgelastet. Also der könnte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu tun vertragen. Das heißt, wir können hier was bestellen. Folgendermaßen. Wir holen uns einfach mal den Sonnenkollektor und einen Windgenerator. Das kostet ja schon mal richtig. Und die Ladestation hätte ich eigentlich auch ganz gern. Die holen wir uns aber erst gleich. Wir holen uns erstmal die zwei Sachen. Die kosten uns auch erstmal genug. Und dann helfen wir der kurz ein bisschen hier.
Ja, komm, hier läuft es umsonst hin. Da auch. Oh, den noch. Und den noch. Okay. Passt. Erstmal genug getan für die. Habe ich doch gemerkt, dass der komisch geflogen ist. Ach, da ganz hinten kommen sie. Na gut, das dauert noch ein bisschen. Bist du so langsam unterwegs? Kommst du nicht normalerweise angelaufen? Ja, wahrscheinlich weiß er inzwischen, dass hier nichts Illegales passiert. Dann ja erstmal hier im Glauben lassen. Ne? Hello. Hello. Ja. Und dann, wenn er denkt, ach, das lohnt sich eh nicht, dann legen wir los. So, dann haben wir einmal. Der kann da oben hin, genau. Nein, das ist so nicht passiert. Sehr schön. Hey. Ja. Thank you very much. Okay. Das Ding ist da oben. Mal gucken, was uns das bringt. Und dann haben wir den Windgenerator. Da hinten. Mhm. Kann ich also upgraden? Sehe ich denn, dass ich da irgendwie jetzt Strom produziere? Ja, hier sicher nicht, ne? Besserungen, Preise, Mitarbeiter. Hm. Wirtschaft. Tag 16. Ja. 299. Okay. Na gut, wenn das Geld bringt. Will ich mich ja nicht beschweren, nicht? Sehr gut. So. Ich ziehe hier nochmal Geld raus. Und, falsches Ding, hier will ich hin. Dann geht der? 15 Uhr. 15 Uhr ist noch früh, ne? Da hole ich mir einmal diese Ladestation noch. Dann hat der hier nämlich ein bisschen mehr zu tun, weil er ist noch nicht so ausgelastet. Ausgelastet ist momentan nur die hier, würde ich sagen. Das aber so richtig. Es ist sehr kalt. Sieht hier aus, alles ist am Tanken. Der läuft gemütlich rum, der legt sich gleich schlafen. Sehr schön. Dem seine Hose sieht auch gut aus. Oh, deine Energie verliert, verdammt. Legst dich jetzt gleich schlafen und erwartet mit der Bedienung. Ich meine, bei der ist das ja egal. Die legst dich dann hin und dann bleibt halt was dreckig, ne? Aber wenn der sich hinlegt, dann wird da nichts mehr bedient. Hier, sag mal, was ist mit dir? Komm, beweg dich. Wir sind komplett gechillt, ne? Ja, jo, wir dann. Die werden niemals müde. Aber der legt sich jetzt. Boah, ja.
Mal gucken, ob der auch so ein Bein kriegt. Und... Oh, der macht das noch. Der macht immer noch. Jetzt hat das weggelegt. Und er macht trotzdem noch weiter. Okay. Er macht immer noch weiter. Und halt immer noch weiter. Ah, mal hier. Holt so ein bisschen Müll weg. So, jetzt hat er, glaube ich, alle fertig. Und er ist nicht scharf. Und hat das selber mit den Beinen. Wahnsinn. Ja, okay. Du kannst dich ja jetzt ausruhen. Das ist ja gar kein Thema. Du hast ja noch alles schön fertig gemacht hier. Dann ruhe dich ein bisschen aus. Und wir bauen das Ding hier auf. Ich fast noch einen zweiten Tankwart holen oder noch eine zweite Reinigungskraft. Weil die Reinigungskraft geht. Ich habe jetzt da ein gutes Stück mitgeholfen kurz und die Verschmutzung hält sich absolut im Rahmen. Würde ich sagen. Und so ist Verkäufe sind hoch. Ich könnte fast schon wieder Sachen bestellen. Und die nächsten, wie sieht mit dir aus? Hallo? Steh auf. So, er steht wirklich auf. Und hat wieder 80%. Ja, dann brauche ich den nicht neu holen. Für die paar Sekunden darf er sich ruhig hinlegen, um dann wieder auf 80% zu kommen. Das ist mir egal. So. Auch wieder was. Hätten wir wegschmeißen können. Punkte. Bye. Oh. So, ich nehme mir einmal ein bisschen Geld hier raus. Und dann müssten wir überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen Energie. Hat sich da eigentlich was getan, geändert? Wirtschaft, Tag 16, 361, okay, also das ändert sich über die Zeit hinweg. Am meisten Geld machen wir mit dem Kraftstoff, das auf jeden Fall. Verkäufe, Reparatur ist so gut. Boah, guck dir das an. Da ist das Waschen ein Scheißdreck gegen. Die Reparatur hier, die Reifen, die machen so viel aus. Das ist Wahnsinn. Okay. Gut. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Wir bestellen uns noch mal ein bisschen Sprit. Holen uns hier noch mal ein bisschen was raus. Schon krass. Die Reparaturen so heftig sind, hätte ich echt nicht gedacht. So. Dann gucken wir doch direkt mal, ne? 1800. Könnten wir machen. Ist ja noch nicht fertig. Ne? Jetzt macht er ja nochmal ein 100er. Also bei 1900 oder so. War schon. Da hinten schön wieder reingeslidet beim Parken. So. Gut. Dankeschön. Mal wieder. Voll ausgestattet. Hallo. Guckst du so unglücklich? Also sag mal hier, mehr kann ich hier auch nicht machen. An. Ist auch unglücklich. Bye bye. Ach, unglaublich, ey. Hello. Inzwischen ist es auch richtig gut hier.
gekühlte Getränke, viel Auswahl, hier drin viel Auswahl und die sind immer noch unhappy. Total unglücklich. Hier, dich nehmen wir noch mit und stopp. Ja, sorry. Nochmal. Ciao. Also du hast aber gut eingeschlagen, ne? Zum Drücken. Oh, das war ein bisschen weit gedrückt. Ich schieb den dadurch beiseite und er wird einen neuen Weg finden, aber ja. Zum Glück hat er schon bezahlt. Nochmal ein paar Punkte. Es riecht schlecht. Okay. Da müssen wir da auch was gegen tun. Ist halt hier bestimmt auch der Fall. Jetzt duftet wieder alles herrlich. Sehr schön. Okay. So weit, so gut, ne? Gucken wir mal ganz kurz auf die Wirtschaft. Die Autowäsche hält sich mit der Elektrizität in etwa gleich. Kraftstoff ist jetzt natürlich die Frage. Marktordnung. Kraftstoffbestellung. Gehalt. Gehalt ist echt ein kleiner Aspekt, obwohl die sind noch nicht abgerechnet worden, oder? Kommt vielleicht noch. Verbesserungen. Ja, okay. Ja gut, ich habe heute auch viel ausgegeben, muss man dazu sagen. Eine Marktordnung ist, glaube ich, hier das Ding. Hinten unsere Turbine da und da hinten das zweite da und alles und hier die Schränke. Ich glaube, das zählt alles zur Marktordnung. Behaupte ich einfach mal. So, jetzt müsste gleich Feierabend sein. Warum leuchtet das Rad, wenn er dahin? Ach so, zum Aufpumpen. Ah, okay. Lass mich mal machen. Darf ich machen? Hier, da steht er. Ja, ich will das Rad selber aufpumpen. Komm, geh, hier, mach dich weg. Tschüss. Ja. Vielleicht gibt das ein. Meistens hat hier alles dieser Reifenwechsel, das Waschen etc. hat alles ein Achievement gegeben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das hier vielleicht auch einen gibt. Nicht. Tschüss. Adiot. Das ist aber echt, wenn es am Schneien ist, dann ist hier wirklich komplette schwarze Dunkel. Ich sehe nichts, ne? Ich sehe gar nichts. Das ist aber auch nur so, wenn es hier am Schneien ist. Wenn wir normales Wetter haben, dann ist alles normal. Aber hier ist jetzt komplett schwarz, alles dunkel. Apropos dunkel-schwarz, dann gucken wir doch einfach mal, ob wir nicht hier Deckenlampe. Ich kaufe mal 3 Deckenlampen. Oh, 4. Nur 4 Deckenlampen. So, da kommen diese Deckenlampen an. Das dauert jetzt natürlich. Das machen wir in der nächsten Folge. Die sind ja dann morgen irgendwann da. Und dann gucken wir uns das Ganze an, wie das Ganze hier läuft. So, ich wünsche euch was. Wart Idiot. Und für diese Folge war es auch. Deswegen wünsche ich euch auch was.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir noch ein Gebäude aufgebaut bekommen oder die Toiletten erweitern. Ich weiß noch nicht was von beidem. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mardiot schwenkt der Hut. Grüß euch, Jott. Ich bin fort.